Moin zusammen. Es kam ein Update in Tears of the Kingdom raus, und zwar das Update 1.1.2. Mit dem Update sind viele Glitches verloren gegangen, auch welche, die ich euch gestern noch vorgestellt hatte. Der geht nicht mehr. Ich zeig euch gleich, welche nicht mehr gehen, dass ihr da Bescheid wisst. Ihr könnt jetzt zum Beispiel keine Materialien mehr duplizieren. Die Waffenduplikationen sind auch nicht mehr vorhanden. Es gibt aber schon einen neuen Glitch oder eine neue Möglichkeit, Waffen zu duplizieren. Das Video kommt nachher noch raus. Da seid ihr dann also auf den Laufenden, wenn ihr, ich weiß nicht, wenn dieses Video rauskommt, eine Stunde später kommt, ungefähr eine Stunde später, vielleicht auch eine halbe, mal schauen, kommt das zu dem neuen Waffenduplikationsglitch raus. Schaut da also gerne vorbei. Was ist jetzt aber alles weggegangen? Wir hatten einmal den Glitch fürs Materialien duplizieren über den Schildsprung. Oder zwei gibt es da. Einmal den, wo man dann ins Inventar geht, ein Material auswählt, wo man nur eins von hat. Und dann das, was man duplizieren will, das dann auf dem letzten Platz im Inventar haben. Das dann auswählt, dann wieder rausgeht. Und dann sollte sich das dupliziert haben. Das funktioniert nicht mehr. Ähnliches Prinzip war, man springt irgendwo runter mit einem Gleiter, nimmt das in der Hand, drückt B und Y gleichzeitig und dann sollte das dupliziert sein. Das funktioniert auch nicht mehr. Dann hatten wir noch den Materialverdopplungsglitch mit den Bögen, dass man vorne sich einen ranbarbt am Bogen, dann ins Inventar geht, den Bogen mit dem Material dran auf den Boden fallen lässt, einen anderen Bogen ausrüstet, zweimal schnell Plus hintereinander drückt, dann sollte das Material an dem Bogen oder an dem Pfeil dran sein, was wir jetzt gerade ausgerüstet haben. Und den können wir jetzt aber nicht mehr auf den Boden legen. Das hätten wir gebraucht, damit die beiden Bögen aufeinander fallen. Ja, funktioniert auch nicht mehr. Wir können den nicht mehr ablegen. Wir können den aber auch nicht auf den Boden legen, was wir benötigt hätten, um den Glitch auszuführen. Das funktioniert also nicht mehr. Also die drei, die ich zumindest kannte, das funktioniert alles nicht mehr mit Materialien duplizieren. Was auch nicht mehr geht, ist der Waffenduplikationsglitch, den ich euch gestern noch vorgestellt hatte. Mit wir stellen uns an der Wand, drehen uns um, nehmen die Waffe, die wir duplizieren wollen, in der Hand, gehen ins L-Menü, wollen die Karte öffnen und dann mit der rechten Pfeiltaste müssen wir gleich spammen, wenn wir die Karte öffnen wollen, also L loslassen. Dass wir ins Waffenmenü reinkommen, dann legen wir die Waffe auf den Boden, dann wieder rechte Pfeiltaste spammen, dass wir wieder ins Waffenmenü kommen und dann halt die Waffe auswählen, die wir an die Waffe ranbappen wollen, das ist egal dann welche. Nehmen wir die jetzt zum Beispiel, dann kommen wir ins Kartenmenü, wenn wir die rechte Pfeiltaste loslassen. Und dann wollten wir die ausgerüstete Waffe auf den Boden legen, das funktioniert auch nicht mehr, das haben sie auch rausgenommen. Geht also viel nicht mehr. Auch zum Beispiel das Drei-Element-Schwert, das geht nicht mehr dadurch, weil da hat man eine ähnliche Mechanik benutzt. Das funktioniert also alles nicht mehr. Was auch nicht mehr funktioniert, da habe ich jetzt im Schnitt erst dran gedacht, zeige ich euch eben. Der Waffenduplikationsglitch über Speichern, Laden und Sachen auf den Boden legen. Und zwar, da speichert man einmal das Spiel. Dann wählt man die Waffe aus oder die man ausgerüstet hat, die will man dann duplizieren, legt die auf den Boden, rüstet eine neue aus, drückt zweimal schnell hintereinander Plus, dass man wieder ins Menü reinkommt, will die dann auf den Boden legen und dann das Spiel zu dem Zeitpunkt, wo wir eben gespeichert haben, wieder laden. Das geht auch nicht mehr, weil wir die Waffe nicht mehr auf den Boden legen können. Also gleiches Problem wie auch in dem Glitch, den ich eben noch gezeigt habe. Heißt, wenn ihr die Glitches behalten wollt, updatet das Spiel nicht. Also bleibt in der Version 1.1.1 und geht nicht auf 1.1.2. Aber ich bin mir sicher, bei den Materialien wird es neue Glitches geben, da erfahrt ihr das dann hier. Zu den Waffen, wie gesagt, da gibt es schon neun, da kommt nachher das Video. Gudi, das war's auch mit dem kleinen Infovideo. Habt noch einen schönen Tag. Überlegt euch, ob ihr die neue Version spielen wollt oder doch bei der alten bleiben. Okay,
Dann macht's gut, Leute. Tschüss, bis zum nächsten Mal.